Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption. Wir stehen hier gerade in dieser wunderschönen Draufsicht sozusagen von vorne, in der Froschperspektive, so hieß es damals in der Schule. Stehen wir gerade in Armadillo und ja, sind gerade zusammen mit Bonnie hergefahren. Bonnie ist wieder abgereist am Ende der letzten Folge und wir können hier einiges machen. Wir haben immer noch das B und das M. Das M steht, soweit ich weiß, für den Marshall. Und wir können uns ja mal umschauen, was dieses Symbol zu bedeuten hat. Dieses komische. Du kannst jetzt an mehreren Orten Five Finger Filet spielen oder Fillet. Five Finger Fillet, was ist das denn? Wollen wir eine Runde Five Finger Fillet spielen? Wir müssen ja nicht immer nur die Story durchkloppen hier. Also bin ich eh kein Freund von. Hallo. Ne, die ist ziemlich hässlich. Darf ich hier rein? Einfach so? Weil, oh. Ah, okay. Da spielen die Herren eine gepflegte Runde. Irgendwas? Aber jetzt können wir sie ein bisschen ausrauben. Bei offener Tür. Natürlich ganz großartig. John Marston. Haben wir es gefunden? Scheint nicht so zu sein. Okay, darauf gehen wir mal zurück. Ansonsten können wir uns hier ein kühles Bier bestellen. Ein kühles Blondes. Bei dem Kollegen hier. Ne, können wir nicht. Weil da war auch schon ein bisschen was zu viel Intus, wa? Oder? Na? Möchte ich kein Urteil drüber fällen. Aber da hinten ist die komische Five Finger, was auch immer, Filet. Schwanzlutscher? Hallo? Wer bist du denn? Willst du kämpfen oder was? Ne, will er nicht. Herausforderung zu einem Duell annehmen. Was denn für ein. Oh Gott, ich habe große Angst. Ah, Tobias Weldon ist das, okay. Um das zu toppen, ich würde gerne Tobias machen dazu. Na, ein bisschen was anderes. Ist ja auch mal ganz schön. Und ein paar Sidequests, sag ich. Es gibt so Nebenmissionen. Drücke L2, eine Waffe zu ziehen, oder bewege R nach unten, um die Hand in Richtung Waffe zu bewegen. Das ist ja geil. Ja, ich glaube, wir dürfen wieder einen beerdigen. Ich glaube, Tobias Wayne gibt es nicht mehr. Schlechte Tat von die Völker um aufmerksam, bis er etwas Postkutschenräuber wird man die in vielen Schäften nur eigentlich um die Tür vor einander zu schlagen. Ja, wir müssen natürlich brav zu sein, aber der hat uns herausgefordert. Der hat mich beleidigt. Da muss er auch. Letzten Endes können wir die Leiche looten. Das ist ja geil. Ja, fett. Okay, alles klar. Würde ich sagen, wir machen kurz mal weiter mit der, wenn wir irgendwann wieder rennen können. Hallo? Ah, jetzt mit der Story und begeben uns mal zum Marshall. Der müsste ja hier eigentlich sein. Jawohl, da ist er. Da ist der Sheriff. Und schauen wir mal, was er uns zu sagen hat. Politische Realitäten in Armadillo. Da bin ich ja selbst überrascht, dass wir gerade einfach so einen Typen abgeknallt haben. Na gut, so, ich bin wieder ruhig und lass die beiden mal ein bisschen talken. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you. Now what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? Was sind denn das Zeitgenosse? You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys. Calm down.
Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come what? You getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Oh, no. Put your gun down. Jonah, was ein geiler Name für einen Marshall. Verzeihung, Jonah. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright. He seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Ach, er ist eigentlich der Richtige, okay. Ja, das scheint der richtige Chef zu sein. Marshall Johnson. Yeah, komm, geh mit deiner Mutti spielen, Alter. Ja. Völlig uns. Ich liebe ihn. Ach, John Marston ist ein geiler Charaktertyp. Was machst du hier, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Oh, I ain't happy, but I also ain't suicidal. Mm-hmm. My job is to keep this town safe, not clean up all of these three counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak. Suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. The whole world has problems, mister, and I'm here. Why? What's happening? Right now? I got the railway. The people pay my salary trying to get me to turn a blind eye to them burned down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon need shutting down. Ich glaube, da werden gerade die nächsten Aufgaben für uns vorgetragen. Weil wir bestimmt nicht untätig bleiben werden, dass sie einfach so anhören. So wie ich den guten John einschätze. Alright, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Das habe ich erwartet. The saloon's this way. Jo, wir begleiten mal den Marshall Johnson zum Saloon. Und sind damit wieder in einer Hauptstory-Quest. Heißt es Quest in so einem Spiel? Ich glaube nicht, ne? Mission. Haben wir ihn nicht gerade umgelegt? Oder ist ein Sphinx-Bruder? Ist in dem Fall sehr ähnlich. Oh Gott. Das wollte ich nicht. Ich glaube immer, die irgendwelche Menschen gehen auf Phase um oder so, dann werde ich angeschossen. Wir sollten uns den Marshall nicht zum Feind machen. So wie es da aussieht. So, erstens, ich weiß, es sind wieder Dialoge, aber ich höre es nicht. Wenn ihr irgendwas, ich bin ja meistens ruhig bei wichtigen Zwischenszenen, bei so Zwischensequenzen, da bin ich ja meistens ruhig. Von daher passt das schon. Das ist wohl einer von den Bösen, die ein bisschen den Saloon aufmischen. Let's go, Marston. I've been after that son of a bitch for months. So, Pferdchen? Ah. Pferdchen! Ja, wie unser kleiner Autopilot sozusagen, mehr oder minder. Und ich bin gespannt, ob ich das jetzt so schaffe, wie es von mir verlangt wird oder erwartet wird. Ich meine, mit den ganzen Dialogen ist so, da hört man in GTA auch nicht immer hin, oder? Habt ihr euch alle Dialoge in Ruhe angehört bei GTA 5?
auch dem Auto geführt worden, das ist ja schrecklich. Da wird man nie fertig mit dem Spiel werden, oder? Das ist ja, also, ne? Ich meine, vor allem wenn du es jetzt dreimal durchspielst, weil du halt alle drei Enden sehen willst, da wirst du ja ein bisschen bekloppt im Kopf. Und deswegen, bei solchen Sachen labe ich einfach dazwischen. Ich glaube daran, dass die Entwickler so gemacht haben, dass du die wirklichen wichtigen Sachen mal in dieser Zwischensequenz bekommst. Okay. Ja. Wir binden mal die Pferde an einen Kaktus fest. Nein, Quatsch. Wenn wir nicht, die bleiben davon selbst stehen. Ah, das ist doch auch... Ein Ort in Undead Nightmare, soweit ich weiß. Deckung. Okay, ah. Ja, ja. Ah, das ist Dead Eye, okay. Geh hinter dem Wagen in Deckung. Dann versuchen wir es mal. Aha, okay. Den haben wir schon mal. Nachladen machen wir mit Kreis. Okay, hinter dem Felsen soll ein Gesetzesloser rumstehen. Ach, geil, du machst diese Animation. So, da ist der nächste. So. Und auch der Kollege wäre, glaube ich, nicht Geschichte, aber jetzt. Ja. Mal sehen, ob wir ihn lebend kriegen. Okay. Ah, wir haben ihn umgebracht, ne? Kann das sein? Ach, shit. Anscheinend war es noch nicht mal so schlimm. Ich habe ihn eigentlich nur in den Brustkorb geschossen. Nein, du. Ja, okay. Okay, schade. Haben wir nicht so ganz zu 100% abgeschlossen, die Mission. Aber naja, immerhin ist er tot. Wir sollten ja eigentlich lebendig schnappen, so wie es glaube ich da stand, aber erstmal haben wir jetzt ein bisschen was zum Looten. Und wir kriegen zum ersten Mal Kohle. $20. So, wo sind die ganzen anderen Leichen hier? Den haben wir gerade. Da liegt einfach so Munition rum. Den können wir noch mitnehmen. Ah, da sehen wir gerade, dass Lisa oder Micha online ist. Ja, natürlich auch schön. Da ist ja auch ein bisschen zocken, vermute FIFA. Weil es ist meistens Micha. Hier liegt einer. Ich glaube, Munition wird es uns so schnell nicht mangeln. Zum Glück sind die Toten noch markiert auf der Karte, dass man sie noch finden kann beim Looten oder fürs Looten. Da war jetzt ein Toter und da hinten ist noch ein Kreuz. Hier ist eine Hyäne. Der Marshall hatte ich... Ja, okay, wir sind ein bisschen weit ab vom Schuss sozusagen. Durchsuche nach einer Schachtel, ich denke nach Geld, Munition habe ich halt gemacht, jawohl. Gut. Haben wir die ganzen Typen mal gelootet? Wir können jetzt auch zum Beispiel hier dieses Tier töten, aber das will ich eigentlich gar nicht. Es ist noch kein Wildwestland von Middlefine, schieße als Einschnitt auf Vögel oder ziehe einem Toyoten das Fell ab.
Müssen wir wirklich Tiere töten? Das ist doch traurig. Und eventuell können wir ja mal ganz kurz... Jetzt haben wir, glaube ich, ein Göttetier umgelegt, ne? Ja, und jetzt können wir die Haut abziehen. Ich halte verschiedene Rohmaterialien. Ach, Fleisch, okay, die du in Läden verkaufen kannst. Mhm. Essen müssen wir irgendwie nicht, so wie es aussieht, oder? Nee, okay. Ja, jetzt haben wir mal eben. Ich finde diese Wüstenbüsche so geil. Ich hatte leider den richtigen Namen vergessen, aber ich finde die so lustig. Haben wir mal ein Göttetier geschlachtet. Und kann man ja mal machen. Ist ja eh der Wilde Westen, von daher passt das schon. Wo sind wir denn? Wir sind gerade am Arsch der Welt, kann das sein? Wir können natürlich jetzt unser Pferd rufen, oder wir schauen trotzdem auf die Karte, wo wir sind. Am Arsch der Welt sind wir nicht, aber wir sind schon ein bisschen weit weg von Armadillo. Können wir uns denn eigentlich auch einen Wegpunkt, ja, mit X können wir uns Wegpunkte, setzen. Können wir Wegpunkte setzen, so. Das heißt, setze mal einen Wegpunkt nach Armadillo. Und dann würde ich sagen, rufen wir mal unser Pferdchen. Da hinten ist es. Ach, wenn alle Tiere so hören würden wie du. Ferdi. So. Und während wir nun leider nicht in Sonnenuntergang reiten, weil der ist irgendwo da hinten, aber in diesem wunderschönen Bild, verabschiede ich mich von dieser Folge Red Dead Redemption und wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß bei anderen Videos von diesem Let's Play und von anderen Spielen. Bis zum nächsten Mal und tschüssi!